Säurepilze. Da hauen wir natürlich wieder nur mit dem Messer rauf, weil wir brauchen ja die Samen. Aua. Und Säurepilze, wenn sie zerplatzen, verursachen Säureschaden. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Subnautica. Ich habe mal ein bisschen mich informiert und ich habe festgestellt, dass wir wahrscheinlich in dieser Tiefe hier gar nicht mehr wirklich mit der Seemotte irgendwie weiterkommen. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich noch versuchen, den Krebsanzug hierher zu holen. Das ist jetzt so ein bisschen der Plan. Wir müssen wirklich schauen, dass wir hier unten eine sich selbst erhaltende Base aufgebaut kriegen, damit wir hier dann weitermachen können. Wir müssen auch die HMS Spielbär nochmal weiter aufrüsten. Und zwar müssen wir die so aufrüsten, dass die auf unter 900 Meter tief tauchen kann. Also, dass die noch tiefer gehen kann, sozusagen. Momentan gehen ja nur, wenn ich jetzt mal steuere und hier oben gucke, 900 Meter maximal. Und das ist zu wenig. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Tiefe. Das heißt, wir müssen zwei Dinge tun. Wir brauchen den Krebsanzug hier, am besten im U-Boot. Und wir brauchen bei den Tiefenmodulen am besten, ja, noch eine weitere Stufe. Am besten Stufe 2 oder Stufe 3. Momentan haben wir ja nur Stufe 1 am Start. Das heißt, da müssen wir jetzt auch mal gucken. Hier müssen wir mal schauen, was ich brauche für eine Fahrzeugmodifizierstation beziehungsweise für eine Modifizierungsstation. Dass wir das hier alles an Start haben, was wir in der anderen Base auch haben. Und was wir auch brauchen, ganz wichtig, das habt ihr mir auch gesagt, einen Außenbeetkasten. Das heißt, wir müssen dann hier auch mal eine Plattform, ein Fundament bauen. Da müssen wir mal gucken. Da brauchen wir zwei Titan und zwei Blei. Das müsste ich doch irgendwo noch haben, bestimmt. Ich muss mir gerade auch mal den Überblick verschaffen, was ich jetzt eigentlich habe und was nicht. Gehen wir mal hier runter. Was haben wir denn hier drin? Also Blei hätte ich. Huch, da ist wieder das alte Problem mit dem Raus, also mit dem Tab. Genau, okay. Titan haben wir auch. Naja, dann machen wir das jetzt gleich mal, würde ich sagen. Dann machen wir jetzt gleich mal so eine Plattform und gleich mal so einen Außenbeetkasten, dass wir dann, wenn wir wieder in die Gelegenheit kommen, da was einpflanzen zu können, dass wir das dann gleich machen können, würde ich sagen. So, dann machen wir mal hier ein Fundament. Jetzt nur die Frage, wo geht es? Wo geht es? Hier hinten geht es nicht. Warum geht das? Ah, hier geht's. Dann machen wir es hier hin. Wunderbar. Genau, da können wir hier nämlich einen Außenbeetkasten dann aufbauen. Kann ich eigentlich hier dann noch einen... Ah, vielleicht kann ich da dann auch noch einen Wärmegenerator hinbauen da hinten. Weil das ist ja sehr nah dran an dem Schlot. Das könnte passen. Jetzt ist da ja auch diese Foundation am Start. Wahrscheinlich wäre das auch die schlauere Lösung gewesen, einfach diese Foundations hier drumherum aufzubauen und dann da ganz viele von den Generatoren aufzubauen. Das ist vielleicht dann, um richtig viel Energie zu bekommen, die schlauere Methode. Ah ja, genau, Außenbeetkasten wollte ich noch bauen. Jetzt hätte ich das beinahe vergessen, was ich eigentlich bauen wollte, ne? Aber so kennt man mich ja. So, jetzt muss ich mal schauen. Hier ist der Außenbeetkasten, genau. So, schön hier vorne drauf. Ah, so, genau. Schön platzsparend. Am besten noch einen. Wir brauchen ja hier doch einiges an Pflanzen. So, wunderschön. Haben wir die beiden schon mal. Und ja, dann brauchen wir noch Pflanzen zum Einpflanzen. Muss mal gucken, ob ich irgendwelche Samen zufällig auch gerade dabei habe. Nee, habe ich nicht, oder? Ich habe nichts dabei. Okay, dann gehen wir jetzt mal schnell Samen holen, die wir da einpflanzen können, würde ich sagen. Also in erster Linie natürlich diese Pusteln. Na? Die Gelsäcke meine ich. Die violetten Pusteln. Dann brauchen wir die Ranken. Da habt ihr mir auch gesagt, dass ich die einpflanzen kann. Was ihr mir übrigens auch weiterhin noch gesagt habt. Ihr habt mir gesagt, dass ich die, dass ich ein Logo bekomme, rechts unten, wenn ich irgendwas scannen kann. Ich sollte vielleicht dazu sagen, mein Bildschirm ist ziemlich groß. Und mein Bildschirm hat jetzt halt, das waren glaube ich 32 Zoll oder so, keine Ahnung, müsst ihr jetzt nachgucken, aber er ist halt ziemlich groß. So, und ich sitze relativ nah dran. Das heißt, alles was in den Ecken passiert, mal abgesehen vom oberen Bereich, den oberen Bereich sehe ich immer noch am besten, aber die unteren Ecken, die sind immer ein bisschen schwer zu sehen. Und wenn da irgendwas aufplöpst, von wegen scanne dies oder scanne das, wenn das da rechts unten in der Ecke ist, dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich das nicht sehe, tatsächlich. Also ich sehe das dann wirklich in dem Moment nicht. Insbesondere dann, wenn ich mich auf etwas konzentriere, was in der Mitte des Bildschirms passiert.
Einfach weil man sich dann meistens aufs Zentrum des Bildschirms konzentriert. Die Peripherie ist immer ein bisschen schwer zu erkennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, es ist wahrnehmbar und ihr als Zuschauer seht das immer sofort, wenn da unten dann aufplöpst, scanne doch mal hier an der Stelle, damit du einen neuen Blueprint bekommst oder so. Aber ich sehe das halt nicht. Für mich wäre das tatsächlich praktischer, wenn es irgendwie in der Mitte passieren würde, dieser Hinweis. Ja, weil ihr habt mir schon gesagt, dass ich auf diese Art und Weise einiges wohl nicht gesehen habe tatsächlich. Also da sind mir einige Sachen durch die Lappen gegangen. So, ich frage mich jetzt, ob ich eigentlich diese Tischkorallen auch einpflanzen kann irgendwie. Wartet mal. Die kann man auf jeden Fall hier schon mal abernten. Ich nehme die einfach mal mit. Habe ich eigentlich noch was im Inventar? Nee, nichts Wichtiges. Ich nehme mal zwei davon mit, vielleicht kann ich die ja einpflanzen. Ah, hier ist schon mal so eine Knolle, sehr gut. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, die brauchen wir. Und zwar, wartet mal, dann nehmen wir mal hier das Messer und hauen da nämlich mal drauf. Dann kriegen wir nämlich die Samen. Wunderbar. Und jetzt ist sie zerfallen, ne? Genau, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. So muss das sein. Wenn ich sie kaputt gemacht habe, dann habe ich alles richtig gemacht. Und dann brauchen wir noch die... Was braucht man eigentlich noch alles? Wir bräuchten Blasenpilze. Nee, nicht Blasenpilze, das habt ihr mir auch gesagt. Blasenpilze gibt es nur in Skyrim. Nein, wir brauchen die Säurepilze. So rum, Säurepilze. Vielleicht auch welche von diesen komischen roten Knubbeln hier, von diesen Blutsäcken. Das könnte auch sinnvoll sein, die mitzunehmen. Da unten ist einer. Die kann man, glaube ich, auch einpflanzen. So, dann nehmen wir mal auch welche mit. Kann ich da mit dem Schwert, mit dem Säbel draufhauen? Nee, aber Blutöl nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Das ist nicht verkehrt. So, dann hauen wir hier ab, würde ich sagen. Nach oben. Immer schön nach oben. Und dann suchen wir nochmal im Seetangwald nach weiteren... Und jetzt muss ich mal gerade gucken, wie komme ich hier nochmal raus. Ich sollte vielleicht sagen, es ist wieder eine neue Sitzung. Falls ich Dinge tue, die irrational erscheinen, weil ich sie schon mal in der letzten Folge richtig gemacht habe, dann könnte das einiges erklären. Ja, das ist immer so eine Sache, wenn da so ein bisschen Zeitabstand dazwischen liegt, muss man immer erst wieder ein bisschen reinkommen. Muss ich immer mich erst wieder orientieren und nochmal überlegen, wo war jetzt eigentlich nochmal genau was. Ne? Das alte Problem. Das alte Problem beim Let's Playen. Was eigentlich jeder weiß, dass es so ist, aber dann irgendwie auch immer wieder doch nicht. So, da sind die Riffrücken. Und jetzt muss ich mich nochmal orientieren, wo jetzt nochmal der Seetangwald nochmal war. In welche Richtung bin ich jetzt eigentlich unterwegs? Nach Osten. Sollte aber eigentlich richtig sein, die Richtung. Also wir brauchen ganz dringend den Krebsanzug in der Base. Ups, Verzeihung, Fischies. Und jetzt kann ich ja dann auch gleich nochmal ein bisschen Baumaterial mitnehmen. Damit wir noch ein bisschen was bauen können. Oh, wartet mal, hier ist irgendwie... Hier ist eine Kiste. Vielleicht kann ich da was scannen. Was ihr mir auch gesagt habt, ist, dass ich die Arme von dem Zyklopen... Wow, warte mal, ich muss nochmal hier rein. Muss mal ganz schnell nochmal kurz den Scanner auswählen. Den habe ich irgendwie nicht mehr auf dem Slot, warum auch immer. Ihr habt mir gesagt, dass ich die Arme von dem Krebsanzug, dass ich die noch nicht freigeschaltet habe. Das habe ich auch schon festgestellt. Was ihr mir leider nicht gesagt habt, beziehungsweise noch nicht, wo ich die fehlenden Teile finde. Das habt ihr mir nicht gesagt. Also ich muss jetzt mal gucken, ob ich irgendwie es schaffe, die fehlenden Teile für die Arme, also diese Blueprints, für den Krebsanzug irgendwo aufzutreiben. Na, wartet mal, ich sehe gerade, meine Anzeige ist schon wieder verbuggt. Ich muss wieder hier alles abwählen. So. Und, schon mal Lost River, Zyklop und Seemotte und am besten Krebsanzug auch nochmal anschalten. Also jetzt habe ich nämlich wieder diese komische Bug-Anzeige da links. Okay. Ja, wie gesagt, ich muss mal schauen, wo ich diese Teile halt bekomme. In irgendeinem Wrack, das sehr tief liegt wahrscheinlich, würde ich jetzt mal schätzen. Aber nicht in diesem Wrack hier. So, wir brauchen... Warte mal, hier ist ein Blueprint von der Seemotte wahrscheinlich. Sieht ganz so aus. Seemottenfragment, genau, das scannen wir einfach mal. Kriegen wir wieder kostenlos Titan. Ich sollte mal das Licht ausmachen.
Genau, ich brauche jetzt erstmal diese Knubbel von den Seeranken, dass ich die einpflanzen kann. Hier sind Seeranken, sehr schön. Und dann brauchen wir noch Säurepilze und dann müssten wir erstmal alles Wichtige haben, was wir kultivieren müssen unbedingt. So, hier haben wir die Knubbel, das sind die Samen. Genau, Inventar. Was, jetzt schon voll? Kann gar nicht sein. Doch, ist aber so. Okay, ja gut, von denen brauchen wir wahrscheinlich nicht so viel, schätze ich mal. Wir nehmen mal lieber noch eine von denen hier mit. Und dann haben wir noch genug Platz für einen Säurepilz, richtig? Genau, einen Säurepilz können wir dann auch mitnehmen. Upsi. Das sollte ich nicht so oft machen, was ich gerade getan habe. Und ja, dann haben wir erstmal die wichtigsten Sachen. Die wichtigsten Rohstoffe, die wir immer wieder brauchen. So, hier haben wir die Säurepilze. Da hauen wir natürlich wieder nur mit dem Messer rauf, weil wir brauchen ja die Samen. Aua. Und Säurepilze, wenn sie zerplatzen, verursachen Säure. Säureschaden. Aber wir haben einmal einen Samen gekriegt, alles ist gut. Das heißt, das sollte ich nicht so oft machen, auf einen Säurepilz eindreschen. So, dann wieder zurück zum Lost River. Dann pflanzen wir das Zeug ein. Dann kann das nämlich schon mal wachsen in der Zeit, wenn wir hier Sachen machen. Dann können wir dann nämlich auch schon ernten demnächst. Und das Gute ist nämlich auch, diese Ranken, wenn die dann ihre Samen tragen, ihre Früchte, dann machen die so ein ganz angenehmes orangenes Licht. Und da das da unten ja so dunkel ist, finde ich das schon ziemlich angenehm, wenn wir auch diese Ranken da einpflanzen. Einfach nur, damit wir da unten Licht haben. Ja, da müssen wir keine Außenscheinwerfer bauen, die dann wieder Strom verbrauchen. Das ist clever. Ja, das ist Biolumineszenz. Das spart Energie. So muss das. Ich hätte ja am liebsten eigentlich auch so Biolampen, muss ich sagen. Also diese ganze Sache mit LED und so ist ja ganz nett. Aber LEDs machen irgendwie so ein steriles Licht. Auch wenn es da jetzt mittlerweile Methoden gibt, dass die auch andere Frequenzen ausleuchten. So, dass das alles ein bisschen natürlicher ist und angenehmer fürs Auge. Aber trotzdem ist es und bleibt es eben LED-Licht. Irgendwo. Ich hätte ja wirklich gerne mal so Biolampen. So Lampen, die einfach, keine Ahnung, von Bakterien luminisiert werden, sozusagen. Einfach nur damit, weil es auch wahrscheinlich cool aussieht irgendwie. Weil es bestimmt cooles Licht ist. Ja, und ich weiß ja, dass es solche Bakterien auch gibt. Es gibt ja irgendwie da auch so Phänomene von leuchtendem Plankton und sowas. Und bestimmt kommt das auch irgendwann mal. Dass zum Beispiel auch Displays dann mit solchen Bakterien funktionieren, die dann bestimmte Lichtfrequenzen benutzen, um halt bestimmte Dinge darzustellen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwann mal sowas geben wird. So Biopanel. Das Coole wäre ja dann auch, wenn wirklich alles komplett aus biologischen Teilen bestehen würde, dass es dann halt auch biologisch abbaubar wäre, ne? Dann würde es dann keine Plastikteile und so enthalten. Und dann wäre das auch abbaubar. Das wäre auch viel ökologischer eigentlich. Das wäre nicht nur logischer, das wäre auch ökologischer. Um mal hier ein kleines Wortspiel zu bringen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin jetzt auch mal gespannt, ob ich diese Blutsäcke, ob ich die einpflanzen kann. Aber da kein Samensymbol zu sehen war, glaube ich, wird das nicht gehen. So, wo muss ich jetzt hin nochmal? Da, wo der Schornstein ist. Oh Gott, ich muss mir erstmal wieder orientieren hier. Wie war denn das hier nochmal? Da unten ist die HMS Spielbär, also muss ich im Zweifel hier lang. Gut, dass ich die Sachen alle markiere jetzt. Und dann habe ich ja auch noch die Base-Markierung unten. Die aber momentan nicht aktiv ist, weil ich sie ausgeschaltet habe. Das könnte ein kleines Problem sein. So, jetzt gehen wir erstmal straight zum... Oh Gott, ey. Also der macht aber auch immer so gerne so Geräusche, die einen total schocken, oder? Der komische Krake da. Aber der macht auch irgendwie nichts. Also meine Seemotte greift ja nicht an. Ich glaube, alles, was meine Seemotte nicht angreift, wird mich auch nicht angreifen. Hoffe ich jetzt mal. Ich hoffe mal, dass es so ist. Man weiß es nicht, natürlich. So, ich will hier unten, wie gesagt, möglichst autark sein. Mit meinem Kram, den ich hier mache. Das heißt, wir müssen hier auch noch ein paar Gerätschaften installieren und alles. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, ich muss da vorne links. Aber einen schnelleren Weg hier runter gibt es irgendwie auch nicht, oder? Also was wir jetzt schon safe sagen können, ist, die 900 Meter der Seemotte reichen nicht aus. Das heißt, ich kann die nicht weiter ausbauen. Das heißt, die Seemotte ist jetzt wirklich nur noch das Tandem-Fahrzeug,
oder wie sagt man, das Pendelfahrzeug zum Pendeln zwischen der Oberfläche und dieser Location hier. Für alles andere können wir die vergessen. Für den weiteren Progress bringt die uns nichts. Wir müssen jetzt umsteigen auf HMS Spielbär und Krebsanzug. So viel ist sicher. Da hinten ist die Base. Ey, wie cool das auch aussieht, ey. Direkt an diesem Skelett, ne? Ist diese coole Base. Und dieses grüne Licht, was da noch so von unten kommt. Hammergeil. Hammergeil, meine lieben Freunde. Ich finde das total beeindruckend. Das haben sie so richtig gut hingekriegt, diese ganzen Umgebungen und so. So, jetzt schauen wir mal, was wir mal einpflanzen können. Also, ich probiere das mal. Oh, das geht sogar. Guckt mal. Dann machen wir hier eine Ranke rein. Die kann man nicht einpflanzen. Schade. Oder geht das? Nee, geht nicht. Dann machen wir ein paar von den Dingern. Den Pilz. Und die andere Ranke, die pflanzen wir hier drüben ein, damit sich das Licht ein bisschen besser verteilt. So. Wunderbar. So, das wächst jetzt alles so nach und nach. Und wenn das dann gewachsen ist, können wir nochmal ernten und nochmal weiter einpflanzen. Und so vermehren wir dann die Pflanzen. Das ist doch sehr gut. So, und die Sachen hier, die packen wir hier rein. Dann haben wir nämlich hier unten einen konstanten Fluss an Gummi und Schmierstoff. Dann können wir das nämlich auch noch ein paar Mal benutzen und produzieren. Also, jetzt wollte ich nochmal gucken. Ich wollte jetzt mal schauen, ob ich eine Fahrzeug- oder generell eine Modifizierstation bauen kann. Wo konnte ich die nochmal machen? Das war schon hier mit, oder? Ja, genau hier. Computerchip, Diamant und Blei. Also Computerchip kann ich, glaube ich, sogar noch machen. Brauchte ich denn dafür nochmal? Auf jeden Fall Kupfer, Silber, Gold brauchte ich dafür auch. Für einen Computerchip brauche ich, genau, Gold, Kupferdraht und Tischkoralle. Die Tischkoralle haben wir gerade besorgt. Nicht schlecht. Dann, genau, Kupferdraht, den können wir machen. So, dann haben wir den Dings. Okay, Computerchip haben wir. Diamant und Blei. Jetzt ist die Frage, habe ich noch Blei oder habe ich das gerade alles vercraftet schon? Habe ich alles schon weggegeben, ne? Da habe ich nichts mehr. Schade. Hatte ich Blei hier unten bekommen? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Jetzt gehe ich hier volles Risiko, indem ich hier einfach mit dem ganzen Zeug im Inventar rausgehe. Es könnte sein, dass wir Blei nur oben bekommen. Eine Etage weiter oben. Hier unten kriegen wir, glaube ich, nur seltenes Zeug. Okay, da müssen wir wohl mit der Seemotte nochmal losgehen. Na, die Sachen wachsen hier schon ganz gut, nicht schlecht. Ah, Moment. Vorher muss ich nochmal essen und trinken. Essen und trinken muss ich vorher nochmal. Ihr seht, das ist schon wieder ganz schön knapp. Und bevor ich jetzt irgendwo hingehe, lege ich auch nochmal meine Klamotten ab, die ich jetzt dabei habe. Ach ja. Hier. So. Also, hier. Vor allem das Zeug hier, das muss ja nicht unbedingt mit, ne? Wir müssen ja nicht alles mitnehmen, was wir nicht unbedingt dringend brauchen. Genau. Und nochmal essen und trinken. Oben war das. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Oh Gott. So. Gib mir das Zeug. Inventar voll. Essen, 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 essen. Ja, komm, jetzt machen wir den hier kaputt. Los. Okay, weg ist er. Dann pflanzen wir den jetzt ein. Und den Rest, den essen wir auf. Jetzt haben wir genug Nahrung. Aber irgendwie wächst hier die Nahrung nicht so schnell nach wie in der anderen Base. Kann das vielleicht was mit dem Licht zusammenhängen irgendwie? Dass vielleicht die Pflanzen schlechter wachsen, wenn weniger Licht am Start ist? Also Sinn würde es ja ergeben, ne? Man weiß es nicht. So, jetzt holen wir nochmal Blei. Blei, Blei, Blei. Ich hoffe, ich kriege das ja hier irgendwo, hier unten. Ich hoffe nicht, dass ich da jetzt ganz nach oben gehen muss nochmal, wenn ich Blei finden möchte. Da ist Quarz. Aber ich brauche Blei. Warte mal, ist das ein Knubbel? Hä, was ist denn das? Das ist neu, das habe ich vorher noch nicht gesehen. Nickelerz. Nickel hatten wir vorher noch nicht gefunden, oder? Da kann ich mich jetzt so nicht dran erinnern.
vielseitiger Bestandteil von Legierungen, die für Fahrzeug- und Tiefenmodule benötigt werden. Ich glaube, Nickel brauchte ich doch auch irgendwie für ein Tiefenmodul, ne? Für den Zyklopen. Ich kann mich dunkel erinnern. Ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass ich das brauchte, aber ich sehe auch gerade, ich fahre gerade irgendwo dahin, wo ich gar nicht hin muss, oder? Warte mal, wo ist denn der Ausgang? Der ist da drüben. Ich entferne mich gerade, wartet mal. Aber wir schwimmen mal hier weiter. Wir gehen mal hier weiter. Das interessiert mich mal, wo ich hier hinkomme. Was ich hier so noch finde. Wir müssen mal hier ein bisschen tiefer einnehmen. Aber das sieht auch schon wieder ganz anders aus, als die Location, wo wir schon mal waren jetzt. Wie cool das einfach ist hier unten. Wie wahnsinnig episch. Auch das wäre ein guter Platz für eine Base gewesen hier. Richtig cool. Hier sieht halt auch jede Ecke an... Oh. Schlecht, schlecht, schlecht. Das ist schlecht. Ich dachte mir schon, wo sind eigentlich die hässlichen Viecher abgeblieben? Aber er hat mich nicht... Er hat mich nicht. Ist alles gut. Alles ist gut. Wahrscheinlich, weil es hier Nickel gibt, schwimmt hier so ein Vieh rum. Damit man hier nicht... random einfach so viel Zeug zusammenraffen kann. Dann sollte ich das Nickel jetzt erstmal in den Schrank tun, auf jeden Fall. Oder vielleicht nochmal gucken, ob hier rechts noch irgendwo was ist. Hier ist noch was. Guckt mal, hier kann man noch was abkrabbeln. Nein, Diamant, das brauchen wir gar nicht. Am Ende habe ich die ganzen Schränke voller Diamanten. Passt mal auf, ey. Ich ahne das doch schon. Ist hier noch irgendwo was? Da wissen wir schon mal... Ja, vielleicht habt ihr es mir auch schon geschrieben, aber da weiß ich jetzt schon mal, wo ich Nickel herkriege. Ich kann übrigens auch schon mal sagen, wir haben jetzt laut Spielstandsanzeige 16 Stunden, mehr als 16 Stunden in diesem Spielstand verbracht. Also das ist schon ziemlich krass, was man in der Zeit alles erlebt hier in Subnautica, muss ich mal sagen. Es ist wirklich ein wahnsinnig umfangreiches Spiel und wir sind ja jetzt noch lange nicht am Ende angekommen. Gefühlt würde ich sagen, wir sind jetzt vom Progress her... Das war übrigens... Lithium. Vom Progress her würde ich sagen, sind wir gefühlt ungefähr jetzt bei 50%. Also wir haben jetzt ungefähr die Hälfte. Das heißt, es ist schon sehr umfangreich auf jeden Fall. Dafür, dass es so... Ah, es tut mir leid. Dafür, dass es so ein Survival-Spiel ist, ne, ist es schon echt umfangreich, finde ich. Huch, warum? Ich wollte reparieren. Hä, warum geht das jetzt nicht? Wie habe ich denn nochmal... Moment. Ah, jetzt mit Rechtsklick. Ah, ich bin im Vulkan. Gott. Was wollte ich machen? Ah ja, genau. Ich wollte das ablegen, das Zeug. Moment, hier. Das Nickel wollte ich ablegen. Ich weiß, ich wollte auch hier die Nachricht abhören, aber ihr habt mir gesagt, da wird dann irgendwann so ein Countdown getriggert und da muss man dann irgendwo hin, wo dann irgendwas passiert und ich wollte das jetzt nicht machen, weil ich gerade so schön im Fluss bin mit der ganzen Vorbereitung und so. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes im Fluss, ja. Ich bin im Lost River. Oh, guck mal, der Blasenpilz ist schon gewachsen. Genau, hier müssen wir raus. Hier vorne. Bin in die falsche Richtung gefahren gerade, glaube ich. Oder? Oder? Ja, doch. Genau, hier müssen wir raus. Hier sind wir richtig. Ich würde jetzt gerne, wie gesagt, noch ein bisschen Blei finden. Und dann nochmal so eine Fahrzeugverbesserungsstation craften. Allgemein würde ich gerne auch noch ein bisschen mehr Blei bekommen. Wow. Erstmal kollidieren hier. Mit der Umgebung. Das wollen wir ja nicht. Und dann, wie gesagt, würde ich gerne mal die Arme scannen. Ihr habt mir auch gesagt, hier unten soll irgendwo noch ein Wrack sein. Was man noch untersuchen könnte. Ist das hier wieder... Warte mal, was ist denn das? Kreaturenei, nee. Hier war noch was. Leider Gold. Ich ärgere mich über Gold und Diamanten. Ist auch geil eigentlich, oder? Aber so ist das auf fremden Welten und fremden Planeten. Da sind manche Rohstoffe im Überfluss vorhanden, die bei uns total selten sind. Und dann wiederum Dinge, die bei uns häufig vorkommen, zum Beispiel... Ja, sagen wir mal Wasser oder so, sind da vielleicht dann total selten. Gut, hier in dem Fall ist Wasser jetzt nicht so selten. Aber, ne, so ist das im Weltraum. Ist alles nicht so ziemlich ungleich verteilt, sagen wir es so.
So, da haben wir wieder Lithium und Dings bekommen. Vielleicht ist hier noch Blei drin. Nee. Okay, ich würde sagen, meine lieben Freunde, an dieser Stelle ist jetzt wieder diese Folge Subnautica zu Ende. Wir suchen jetzt dann in der nächsten Folge noch ein bisschen Blei und schauen mal, ob wir da nochmal so eine Modifizierungsstation machen können. Mal schauen, ob wir dann weiterkommen mit Tiefmodulen und so. Bis zur nächsten Folge Subnautica. Bis dann, ciao, ciao!